herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ich bin Vero und heute habe ich ein super, super, super cooles Video für euch. Denn heute zeige ich euch, wie ist es, wenn man im Internet kauft. Und zwar habe ich letztens, war ich so im Internet und habe dann ein bisschen geshoppt, ja, so Kleidung. Und ja, dann ist heute endlich das Paket angekommen. Und dann werden wir es zusammen heute öffnen, mal sehen, ob alles drin ist, ob es mir überhaupt passt, ob... Wie das so ist, weil öfters enttäuscht man sich, weil dann doch nicht alles gekommen ist oder nicht alles richtig ist oder zu groß oder steht mir doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber andererseits haben wir auch manchmal, wo wir super glücklich sind, super zufrieden und denken, alles ist perfekt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das werden wir jetzt herausfinden, wie es bei diesem Paket so ist, ob mir jetzt so alles passt, ob alles dabei ist. Und das werden wir jetzt mal gucken. Und dann denke ich mal, ohne weiterhin zu reden, werden wir mal starten. Okay, das Erste, was ich mache, ich habe hier die Liste, was ich mir alles bestellt habe. Und zwar ein Jeans, so ein, zwei... Vier T-Shirts, ein Kleid, ein Short und so eine Kette. Okay, das habe ich mir bestellt. Und jetzt hoffen wir mal, dass alles drin ist. Wir können jetzt hier alles prüfen, genau. Und dann öffnen wir mal das Paket. Wow, das sieht mal fürs Erste ganz schön viel aus. Wir werden alles nach der Reihenfolge gucken. Wir bauen uns hier so auf. Okay. Okay, ich bin gespannt. Okay, das Erste, was ich machen werde, ist erstmal zählen, ob alles da sind. Insgesamt habe ich 8 Artikel bestellt und das wären dann eigentlich jetzt 8 Tüten. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, alles ist da. Ich bin schon mal damit auch schon froh, dass alles da ist. Alles gut, okay? Okay, das Erste, was ich aufmache, ist die Kette. Die ist voll so ein Trend. So, ich finde, überall bei den Insta-Stories kann ich sie so sehen. Und dann dachte ich mir mal, ich werde mir mal auch so eine holen. Okay. Wow, also die Kette ist voll schön. Also diese Muscheln sind wirklich wunderschön. Ich probiere sie jetzt auch mal an mit Wear Profile. Kann ich hinten hier so? Guck mal, so ein bisschen mehr. Und wie sieht es jetzt aus? Okay, ganz ehrlich, es sieht super schön aus, wie vorgestellt. Es passt schön und ja, also erster Artikel, gut, perfekt. Ich bin zufrieden, also das bekommt von 10 Sternen 10 Sternen. Alles perfekt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, dann werden wir mal weiter. Okay. Nächster Artikel, das ist jetzt ein T-Shirt, was ich mir bestellt habe und das öffnen wir jetzt mal. So schöne Tüten, also da kann man gut alles reinmachen, wieder raus. Wow, also sie sieht super schön aus. Und ja, ich glaube, man sieht schon eigentlich, das passt mir. Ich finde es schön, so Kalifornien. Also ja, das mag ich ganz schön. Also ich werde es mal anprobieren und dann werden wir uns gleich sehen. Okay, ich habe jetzt das T-Shirt an. Als ich es hier mir so einfach nur so drüber gemacht habe, sah es vielleicht ein paar Zentimeter größer. Aber wenn ich es jetzt so anprobiere, sieht es total bequem aus und ist perfekt, also nicht zu groß, nicht zu klein. Ich finde, es ist so schön, also es ist so gemütlich. Also, in einem älteren T-Shirt, da bin ich doch hier im neueren T-Shirt gemütlicher. Und ich finde es ganz ehrlich super schön, also ganz ehrlich. Was denkt ihr dazu? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ja, es passt auch gut mit den Muscheln. Also ich finde, es ist ein schönes Outfit. Von 10 Sternen gebe ich hier wieder 10, weil schaut mal, also das ist super schönes Outfit, das ist ja ein normales Outfit. Dann machen wir mal weiter mit dem nächsten T-Shirt.
Okay, das ist mein nächstes T-Shirt. Es ist ein gelbes, mal etwas Farbe in dieses Leben bringen. Ich merke schon beim Anfassen, es ist etwas dickerer Stoff wie das hier. Ja, merke ich schon. Und ja, keine Ahnung. Ich finde, es sieht aber auch, man sieht jetzt schon, es sieht jetzt ein bisschen länger aus. Aber ich denke auch, wenn es ein bisschen länger ist, kann es wirklich sehr schön aussehen. Kommt drauf an, welche Hose man trägt. Oder wenn nicht, stopft man sich unter die Jeans. Aber ich finde die Farbe voll schön. Und ja, also das ist schon eine Farbe, die mir sehr gefällt. Ich trage gerne diese Farben. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich dieses T-Shirt anhabe. Ey Leute, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Sieht etwas länger aus. Warte, stehen wir jetzt kurz auf. So, sieht etwas länger aus, aber ich finde, es ist super schön. Diese Hose ist jetzt ein bisschen von den Teilen schmutzig, aber ja, die mache ich später sauber. Ich finde es aber voll schön. Dieses Gelb liebe ich. Ich liebe diese Farbe. Und passt auch wieder gut mit den Muscheln. Deswegen habe ich mir auch diese Kette gekauft, weil die wirklich so mit allem passt. Und ja, was haltet ihr auch von diesem T-Shirt? Ich finde auch hier, was draufsteht, sehr schön. Und ja, das muss man wirklich alles haben. Und ja, also ich finde ich merke schon, dass es ein bisschen dicker ist wie das andere. Aber trotzdem ist es super gemütlich und es ist ein T-Shirt, das man immer wieder gern anziehen kann. Okay, mein nächstes T-Shirt, schon wieder ein T-Shirt, ist jetzt grün. Ja, jetzt gehen hier so die Regenbogen nach. Und ja, mal sehen, wenn wir nachgucken. Das T-Shirt sieht voll schön aus. Be happy. Bin ich im Moment, weil bis jetzt alles super war. Ja, schaut mal, ich finde es voll schön. Die Farbe ist auch ganz gut. Ich benutze auch diese Art von Farben. Und ja, das sieht auch genau wie dieselbe Größe. Die sind beide dieselbe Größe. Die restlichen T-Shirts sind auch dieselbe Größe. Also ich denke, von der Größe mache ich jetzt mir keine Sorgen her. Jetzt muss ich nur noch sehen, wie es mir steht. Aber sonst. Und dann werde ich es mal anprobieren. Okay, was haltet ihr mal von diesem T-Shirt? Sieht gut aus, es ist dieselbe Größe. Ich werde jetzt mal nicht aufstehen, weil wir schon wissen, was da so mit der Größe ist. Aber ich finde es voll schön, eine angenehme Farbe, wo man so relaxen kann. Und schon wieder passt es mit der Kette. Also ich bin verliebt in diese Kette. Aber auch, also hier, ich könnte wirklich immer wieder auf dieser Website kaufen. Also sieht wirklich so perfekt aus. Also bis jetzt kann ich nur sagen, dass ich glücklich bin. Hier von den 10 Sternen bekommt es schon wieder einen 10, weil schaut mal, also natürlich hat jeder so seinen Style, aber das ist mein Style, mir gefällt es. Schreibt doch auch gerne unten in die Kommentare, ob ihr solche Farben tragen würdet oder etwas dunkler oder heller. Schreibt es mir auch gerne unten in die Kommentare, ich werde sie mir auch durchlesen. Und ja, ich glaube, hier müssen wir auch nicht so viel stehen bleiben. Und dann, sage ich mal, testen wir auch schon gleich das nächste T-Shirt oder Hose oder was auch immer dann kommt. Ah, okay. Als nächstes kommt jetzt hier der Shirt, das ich mir bestellt habe. Ich finde, das ist ganz schön für zu Hause. Also für draußen auch. Also ich finde es schön. Und hier zur Seite sieht es auch ganz schön aus. Ich werde es mal anprobieren. Kann sein, dass es vielleicht mir nicht so gut steht wie andere Sachen. Aber vielleicht doch. Ich werde es mal anprobieren und dann erst, sage ich mal, meine Meinung dazu. Okay, ich finde es ganz schön. Ja, mir gefallen sie so ein bisschen locker, nicht so eng. Das kann ich ganz schön für zu Hause benutzen. Also so relaxing kann man auch hier ziemlich gut machen. Ich hatte ein bisschen Zweifeln schon, weil es vielleicht ein bisschen zu breit ist. Aber letztendlich finde ich es auch gar nicht so schlimm. Ich finde es ganz schön. Nur mit diesem T-Shirt passt es halt nicht so. Also eher mit einem Kalifornien-T-Shirt würde es sehr gut passen. Oh, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, ich finde es schön. Also das bekommt jetzt eine 9 von 10. Weil eine 9, weil ich finde es super schön, aber vielleicht etwas kleiner wäre es vielleicht doch nicht schlimm gewesen. Aber das kann man ja beim nächsten Mal ändern. Aber ich finde ganz schön, also dieser, ja, und ja. Okay, noch ein T-Shirt, otra Franella. So, jetzt gehen wir mal in die rosa Welt. Ja.
großer Welt hatten wir schon. Ja, hier sieht man so von dem Herzen, finde ich super schön. Und ich denke, ja, das ist ja wieder dieselbe Größe wie das hier, also da mache ich mir schon wieder keine Sorgen. Und ja, ich werde es dann mal anprobieren. Okay, ich finde dieses T-Shirt super schön, die Farbe ist auch so schön und ja, die Größe schon wieder gleich. Und ja, ich finde es wirklich wunderschön. Also was haltet ihr von dieser Farbe und diesem T-Shirt generell? Ein bequemes weiteres T-Shirt, jetzt habe ich schon eher mehr T-Shirts und ja. Und ja, ich glaube, hier müssen wir auch nicht so viel reden und dann denke ich mal, machen wir mal gleich. Okay, hier bin ich schon etwas gespannt, weil das ist jetzt eine Jeans, also nicht kein Short, sondern eine Jeans. Also sieht schon mal so schön aus. Sieht so aus, als würde da stehen was. Keine Ahnung. Und ja, also ich werde es mal als allererstes einfach nur probieren. Okay, ich bin mit dieser Jeans auch super zufrieden. Sieht ganz schön aus und passt gut. Es ist nicht zu eng, nicht zu groß. Und mit diesem T-Shirt passt es auch ganz schön. Und ich gebe von 10 Sternen auch hier wieder 10 Sterne, weil man hat ja so ein bisschen mehr Angst mit den Jeans, weil da muss ja alles perfekt sein. Aber ganz ehrlich, es sieht super schön aus. Es ist gute Größe. Und ja, hier bin ich wirklich super zufrieden. Und ja, was hattet ihr mal davon von der Jeans? Könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Dann machen wir mal weiter. Okay, jetzt kommt das letzte Stück, das ich bestellt habe. Hier bin ich wirklich auch schon sehr gespannt. Weil bei T-Shirts, wenn du deine Größe kennst, kann man so gut wie keine Fehler machen. Und ja, aber bei so Jeans und Kleidern und so, da muss man schon eher aufpassen. Und was denkt ihr, was jetzt als letztes kommt? Ein Kleid. Es ist super schön, ich habe es im Internet gesehen, es ist super schön. Aber jetzt mal sehen, ob es meine Größe ist, ob es mir passt. Und okay, dann werden wir mal auch nachsehen. Okay, ich hoffe wirklich, dass es mir passt, bitte, weil es ist so schön, habe ich schon gesehen. Und dann, wenn es mir jetzt nicht passt. Also ich hoffe mal, dass es mir fest passt. Und dann gucken wir mal. Ah, ups. Also es sieht wirklich schön aus, oder diese Farbe? Aber wow, also dieser Stoff, okay, es ist wieder ein anderes, nicht wie normales T-Shirt. Aber also ich finde es schön und keine Ahnung, das sieht groß aus. Oh yeah. Also eigentlich, vielleicht kann man hier so zubinden und dann wird es so enger. Keine Ahnung, Leute, ich hatte noch nicht so ein Kleid an mit diesem Art Stoff und so weiter. Ich kreuze mal die Finger, dass alles passt. Dann werde ich es mal anprobieren. Okay, ganz ehrlich, ich finde dieses Kleid super schön, also ganz blau. Und das Einzige, es war hier mir ein bisschen zu offen. Dann habe ich eine Stecknadel reingemacht, die auch super schön aussieht und schon war alles wieder perfekt. Wenn es dir auch trotzdem immer noch zu groß sein sollte, kann man es einfach hier so stechen und fertig. Aber ich finde es total schön und blau, da kann man so schön im Sommer rumlaufen. Also wirklich sehr schön. Also von 10 Sternen gebe ich 10, weil wirklich hier passt alles so perfekt. Und außerdem, es passt wieder so schön mit dieser Kette. Also hier ist man super angezogen. Okay, und das war's auch schon mit allen Outfits. Also ich war wirklich super zufrieden. Ich bin super glücklich. Ich dachte nicht, dass ich aus diesem Video so glücklich rauskomme. Ich hätte schon gerechnet mit vielleicht, dass es etwas zu groß ist. Aber ganz ehrlich, es ist alles so perfekt für mich. Und ja, eine Sache, wenn man Online-Shopping möchte, dann muss man auch aufpassen, wo man shoppt. Wenn man auf eine ganz neue Website ist, muss man auch gucken, dass man muss sich gut informieren, dass auch man alles, wenn man auch zurückschicken kann, falls etwas einem nicht gefällt und dann möchte man das Geld zurück, dann muss man auch wirklich gucken, ob das alles auch so ist. Bei mir, ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier alles zurückschicken kann. Will ich aber auch nicht, werde ich aber auch nicht, weil ich finde hier alles so schön. Ich behalte hier alles direkt, also hier kommt gar nichts zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier was zurückschicken kann, aber also ich muss hier nichts zurückschicken. Und ja, ich lade euch ein, wirklich aufzupassen, wo ihr shoppt und auch aufzupassen, dass alles auch gut ist und ja, woher auch diese Marke kommt und alles.
Und ja, aber ich hoffe, euch hat gefallen dieses Video. Also ich bin hier super glücklich. Und ja, also manchmal passiert es halt auch, dass die Größen nicht richtig sind. Aber bei mir jetzt in dem Fall war es nicht so. Und ja, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen wie dieses hier. Und außerdem ist es einfach ein Gratis. Und auf diesem Kanal macht es sehr viel Spaß. Und unterstützt dieses Video mit einem Like. Und dann sehen wir uns in einem weiteren Video. Tschüss!